Fliegen ohne Treibhausgase in die Luft zu pusten. Vollkommen klimaneutral. Philipp Furler ist überzeugt, dass das schon bald möglich sein wird. Er arbeitet an einem völlig neuen Treibstoff. Das Besondere ist, dass es nicht erdölbasierte Treibstoffe sind. Sie sind hergestellt aus, mit Sonnenlicht und aus erneuerbaren Rohstoffen. Im Extremfall aus Luft und Sonnenlicht. Aus Luft und Sonnenlicht einen Treibstoff für Flugzeuge gewinnen. Vor Jahren schloss sich Philipp Furler für seine Masterarbeit an der ETH Zürich einem Team an, das genau daran arbeitete. Ich bin so 2008 als Student das erste Mal ans Paul-Scherrer-Institut gekommen im Rahmen einer Vorlesung. Ich habe da gesehen, wie konzentriertes Sonnenlicht innerhalb von Sekunden einen Keramikblock weggeschmolzen hat. Das hat mich so fasziniert und habe dann das erste Mal von diesen Solarreaktoren gehört, eben mit konzentriertem Sonnenlicht chemische Reaktionen anzutreiben. Und das hat mich absolut fasziniert und bis heute. 10 Jahre später hat das Team die richtigen Materialien gefunden und ein komplexes Verfahren entwickelt, um klimaneutrales Kerosin zu erzeugen. Um zu beweisen, dass es funktioniert, bauen sie eine komplette Mini-Raffinerieanlage auf dem Dach des Instituts. Das Herz der Anlage ist ein Parabolspiegel. Dieser bündelt das Sonnenlicht und lenkt es auf den Reaktor in seiner Mitte. Das Verfahren besteht aus 3 Schritten. Die Umgebungsluft wird in einen Hochleistungsfilter gesaugt, der Wasser und Kohlendioxid herausfiltert. Die Moleküle kommen in den chemischen Reaktor in der Mitte des Parabolspiegels. Das gebündelte Sonnenlicht sorgt für Temperaturen bis zu 1500 Grad Celsius und treibt so die chemische Reaktion an. Es entsteht ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Bausteine, aus denen flüssiges Kerosin gewonnen werden kann. Der Treibstoff ist klimaneutral, weil das Kohlendioxid vorher der Luft entnommen wurde. Im Frühjahr 2019 ist es endlich soweit. Zum ersten Mal produziert die Anlage einen flüssigen Treibstoff, nur aus Sonne und Luft. Also hat es viele Schritte in dieser Entwicklung und im Bau, viele kleine Erfolge natürlich auch, viele Misserfolge auch, wenn etwas nicht geht. Aber schlussendlich der Moment, als der erste Tropfen da tatsächlich rauskam, das war schon auch emotional, muss ich sagen. Die Schweizer Forscher sind die ersten weltweit, denen diese Prozesskette unter realen Bedingungen gelungen ist. Allerdings entsteht nur 1 Deziliter am Tag. Deshalb folgt als nächstes ein größerer Test in einer Solarturmanlage in Spanien. Knapp 200 Spiegel werfen das gebündelte Licht auf einen Reaktor, der schon 10-mal größer ist als der in Zürich. Auch dieser Test gelingt. Die Anlage produziert immerhin etwa 1 Liter am Tag. Die Geräte werden immer größer. Wir müssen schauen, dass die Materialien stabil bleiben, dass die Reaktoren robust bleiben, über lange Zeit betrieben werden können, dass zum Beispiel die Isolation nicht zusammenbricht. Und das müssen wir einfach schrittweise lernen und ausprobieren. Ein Teil der nächst größeren Testanlage ist bereits fertig. Der sogenannte Receiver absorbiert das gebündelte Sonnenlicht und gibt die Hitze an den Reaktor weiter. Die gesamte Anlage ist 100-mal größer als die erste. Sie soll hier getestet werden. In Jülich bei Aachen sorgen über 2000 Spiegel für die Energie. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt hier die einzige Solarturmanlage in Mitteleuropa. Das Ziel? 10.000 Liter Kerosin im Jahr. Produziert ausgerechnet in Westdeutschland. Ja, Westdeutschland, um kommerziell zu produzieren, ist nicht der ideale Standort aufgrund der Sonneneinstrahlung. Aber an einem schönen Tag im Raum Köln können Sie ähnlich testen wie in der Sahara. Also die Strahlungsintensität ist ähnlich hoch. Wenn in Jülich alles klappt, wollen Sie ab 2024 im Sonnengürtel der Erde große Anlagen bauen. Dann sollen Millionen Liter grünes Kerosin entstehen und helfen, den Flugverkehr nachhaltiger zu machen. 2 Begriffe. Ich mach mal vor. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tun müsst.